Wir schauen uns heute einmal Hexodius an, einen Arcade-Shooter, der seit kurzem bei Steam verfügbar ist. Und der Matthias bei mir, der hat sich das Spiel einmal genauer angeschaut. Ja, genau. Ich habe es eine Weile gespielt und habe eigentlich auch Gefallen dran gefunden, auf jeden Fall. Worum handelt es sich denn hier? Ja, Hexodius ist im Prinzip ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Davon gibt es ja sehr viele. Sprich, man steuert das Spiel hauptsächlich mit zwei Sticks. Mit dem linken bewegt man sein Raumschiff, mit dem rechten schießt man in beliebige Richtungen. Es ist also ein Spiel für Gameboy-Jongleure. Entsprechend hat auch diese PC-Version eine entsprechende Unterstützung, nehme ich an. Richtig, genau. Also es gibt komplette Controller-Unterstützung. Also es wird auch bei Spielstart darauf hingewiesen, dass es empfehlenswert ist, das Spiel mit Controller zu spielen. Was ich auch sagen würde, es ist möglich mit der Tastatur, aber dadurch kann man ja natürlich immer nur in vier Richtungen schießen, oben, unten, links, rechts. Und da fehlen ja dann die graduellen Feinheiten von der Steuerung und das ist dann nicht so geeignet. So, worum unterscheidet sich denn dieser Titel von den anderen, die es so gibt? Also was man ja schon sehen kann, ist, dass man sich hier zwischen den Levels auf einer Oberwelt bewegt, auf der man sich die Levels, die man dann spielt, aussuchen kann. Und zudem gibt es quasi Rollenspielelemente, indem man Geld verdient bei den Leveln und durch dieses Geld man sich dann Verbesserungen kaufen kann. Also man upgradet quasi das Raumschiff und das ist eigentlich ziemlich selten in dieser Art von Spielen. Also die eher belanglosen Schlachten sind mit intelligenten Spielelementen verknüpft, würde ich mal sagen. Richtig. Es gibt sogar, also diese Weltkarte befindet sich innerhalb eines Story-Modus und es gibt dann sogar kleine Dialoge, also dieser kleine Roboter, den man gerade am Anfang gesehen hat, der einem was sagt, der erzählt einem manchmal etwas in so Textboxen, das ist der Fred. Und dann gibt es noch eine künstliche Intelligenz, die so ein bisschen an GLaDOS von Portal erinnert, mit der man sich dann unterhält. Also es ist schon mehr dahinter als einfach nur ballern. Und hier sehen wir eine etwas anders aufgebaute Mission, sehe ich das richtig? Genau, nämlich im Story-Modus gibt es gelegentlich extra Missionen, wie zum Beispiel hier, da müssen wir als Fred der Roboter Energietanks aufsammeln und innerhalb eines Zeitlimits zum Eingang zurückbringen. Und man muss sich da dann eben zwischen den Laserbarrieren und den Schüssen manövrieren und das ist eigentlich eine ganz schöne Abwechslung, finde ich. Also mal nicht nur wild ballern, sondern ein bisschen Geschicklichkeitsübungen. Genau, also die Entwickler haben sich da durchaus Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen auflockern kann. Was gibt es sonst noch für Missionsarten? Also im Story-Modus gibt es drei verschiedene Missionen. Ganz normale Gegnerwellen, die man einfach überleben muss. Also zum Beispiel 10 Wellen, die immer stärker werden. Escort-Missionen, da ist dann zum Beispiel der Roboter Fred und muss sein Terminal hacken und man muss ihn beschützen. Da, sprich, er darf seine Energie nicht verlieren, sonst ist der Level vorbei. Und dann gibt es noch Level, in denen man unter Zeitdruck Geschütztürme zerstören muss oder Generatoren. Also man hat 3 Minuten Zeit und dann muss man es einfach schaffen in der Zeit. Also ein klassischer Arcade-Shooter mit vielen interessanten neuen Ideen. Genau. Und was man hier noch sieht, es gibt auch natürlich einen klassischen Arcade-Modus, wenn man nicht so Lust hat auf einen umfangreichen Story-Modus, wo man sich erst wieder reinfinden muss. Einfach starten und los. Hier ist es auch so, dass da einige der Upgrades, die man haben kann im Spiel, schon freigeschaltet sind, wie zum Beispiel stärkeres Schild oder ein Geschützturm, den man aufbauen kann, der einen dann unterstützt im Spiel. Die kann man auch selber vor den Matches dann auswählen und auf die Tasten legen, wie man das gerne hätte und es so ein bisschen anpassen, customisieren und entsprechend seiner Spielweise dann anpassen. Also diese Upgrades, die verdient man sich? Genau. Im Story-Modus spielt man die sich für, mit dem Geld, was man durch die Mission bekommt und kauft sie dann im Shop, im Item-Shop. Und im Arcade-Modus sind die eben, wie gesagt, schon frei gespielt. Und kann ich das auch mit Freunden zusammenspielen? Leider nein, das ist leider etwas schade, weil Hexodius nur Einzelspieler-Modus, Modi bietet und leider überhaupt gar keinen Mehrspieler-Modus, also es ist komplett Singleplayer. Okay, aber auf jeden Fall ein nettes kleines Spielchen für zwischendurch, wenn ich das so sehe. Auf jeden Fall, es ist auch nicht ganz so schwer wie viele andere Twin-Stick-Shooter, also Geometry Wars oder Super Stardust HD, die spiele ich auch sehr gerne und die sind ja doch ein bisschen furioser, sag ich mal. Das hier ist vergleichsweise einfach, würde ich sagen. Also ich kriege zwar hier auch den einen oder anderen Treffer ab, das liegt aber daran, weil ich mich so in Sicherheit wiege und dann nachlasse quasi von der Konzentration. Okay, also Hexodius seit neuestem auf Steam für PC für nur 9,99 €. Genau. Lohnt sich's mal reinzuschauen. Auf jeden Fall, ja.